Riesiger Schlag gegen Clankriminalität in NRW. Im Morgengrauen rammt eine Spezialeinheit der Polizei mit einem Panzer das Tor einer Villa in Leverkusen auf. Schwer bewaffnete Polizisten sprengen die Eingangstür auf. Ein führendes Mitglied des Al-Sain-Clans wird festgenommen. Der Vorwurf lautet bandenmäßiger Betrug und Geldwäsche. Seit 6 Uhr in der Früh werden landesweit mehr als 30 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte durchsucht. Dabei geht es nicht nur um die Sicherstellung von Beweisen und Verhaftungen, auch die Beschlagnahme von Vermögenswerten spielt eine zentrale Rolle. Die Aktion des Landeskriminalamts und der Polizeipräsidien Düsseldorf und Duisburg richtet sich gegen die kriminellen Mitglieder der Familie des selbsternannten Paten von Berlin, Mahmoud Al-Sain. Der 54-Jährige war bis Januar der Boss des libanesischen Clans in Deutschland. Am 29. Januar musste er in die Türkei ausreisen, sonst wäre er abgeschoben worden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.